Der Weihnachtsmann ist Kickers-Fan. Zumindest heute. Denn OFC-Spieler beschenkten in der Hauptstelle der Offenbacher Sparkasse Kinder der Kita Potzblitz. Da hatten die Großen was zu jubeln und die Kleinen hatten was zu naschen. Neben Dennis Berger machte auch OFC-Spieler Daniel Goldschmidt den Kindern eine Freude. Ja, es freut mich auch immer an Weihnachten, den Kindern das Strahlen in den Augen zu sehen, und war eine super Aktion. Und auch OFC-Präsident Dieter Müller spielte Weihnachtsmann. Obendrauf gab es ein Trikot. Wir vom OFC beteiligen uns daran. Wir finden die Geschichte ganz gut. Es gibt ja hier gerade in Offenbach viele Leute, denen es nicht so gut geht, und die unterstützen wir, und die Kinder freuen sich da natürlich riesig drüber, und auch wir haben viel Spaß und einfach was Gutes tun, ich finde es ganz toll. Und manche Geschenke für die Kleinen hatten beachtliche Dimensionen. Doch bis Weihnachten mussten sich die Kinder gar nicht erst gedulden. Ausgepackt werden durfte schon heute. Und die Freude war bei allen riesengroß.